Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Schön, dass ihr auch wieder mal bei unseren neuen Videos dabei seid. Wie ihr eben schon in unserem Intro gesehen habt, wollen wir ja heute mal wieder etwas backen. Und zwar machen wir heute Baubuns. Ganz einfache Nummer, geht verhältnismäßig simpel, dauert einen Augenblick, weil man halt wieder Wartezeiten durch den Hefeteig hat. Aber sonst ganz einfach, aber super lecker. Ich habe hier jetzt 200 Milliliter Wasser, lauwarmes Wasser, in mein Gefäß getan und brösel da jetzt 20 Gramm frische Hefe hinein. Die werde ich da drin jetzt auflösen. Ich tue jetzt zu meiner aufgelösten Hefe nochmal 20 Gramm Zucker. Die muss ich jetzt auch auflösen und damit aktiviere ich jetzt meine Hefe. Da tue ich jetzt ein Tuch drüber, lass das hier einen Augenblick stehen und wenn es brauchst, können wir es gleich verwenden. Während meine Hefe da jetzt am Aktivieren ist, habe ich mir hier schon mal 500 Gramm 405er Mehl genommen. Da tue ich jetzt schon mal 2 Teelöffel Backpulver hinein. Ist so ein bisschen umstritten, aber im Originalrezept tut man das Backpulver da halt mit hinein. Ich tue da jetzt noch ein bisschen Salz hinein. So. Ich muss da jetzt noch 50 Milliliter Kokosmilch mit hineintun. Das macht das Ganze so ein bisschen cremiger noch. So, meine Hefe ist jetzt aktiviert. Das ist lauwarmes Wasser mit dem Zucker drin. Das fülle ich jetzt mit hier zu meinem Mehl. Kann man schön sehen, wie das hier aufgebraust ist. Und jetzt stelle ich das in meine Küchenmaschine. Dann hacken wir jetzt mal schnell den ein und runterfahren. Und dann lassen wir die jetzt mal so 10 Minuten kneten, bis das ein schöner, gleichmäßiger Teig geworden ist. So, fertig mit dem Lärm. Unser Teig ist schön fluffig geworden, hätte ich beinahe gesagt. Nein, schön rund, schöner, elastischer Teig. Ich mache jetzt aus meinem Teig so eine schöne runde Kugel und tue mir die jetzt hier in meine Schüssel wieder hinein. Und dann tue ich die an einen schönen warmen Ort und lasse die da jetzt für mindestens eine Dreiviertelstunde ziehen. Mein Teig war jetzt gute 55 Minuten an einem warmen Ort und ist jetzt so riesig geworden. Ist das nicht geil? Ich finde das klasse, ich freue mich. Den nehmen wir gleich heraus und tun den hier auf meine Unterlage und dann müssen wir den noch ein bisschen kneten. Ich habe jetzt hier ein bisschen Mehl auf meine Silikonunterlage getan. Eigentlich muss ich das gar nicht, aber das sieht immer gut aus. Sieht so professionell aus. So, jetzt kneten wir den noch so ein ganz bisschen durch. Und dann machen wir uns da so ein langes Teil draus und dann teilen wir das ein. Ich teile mir das jetzt ein. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass ich mit meinem Messer nicht umgehen kann. Ich kann nicht. Ich möchte nur nicht mir meine Unterlage hier zerschneiden. Deshalb nehme ich mein Messer falsch rum. So, ich habe jetzt hier draus 8 Kugeln geformt. Die werden wir jetzt noch einen Augenblick zum Entspannen hier hinlegen. Deck die jetzt gleich noch mal ganz kurz ab für 10 Minuten, damit die hier gleich schön entspannt der Teig ist und dann können wir die schön ausrollen gleich. So, meine kleinen Teigkugeln haben sich entspannt. Ich auch. Ich fange jetzt einfach an und roll die aus. Dann kommt da ein bisschen neutrales Speiseöl drauf. Und dann klappen wir die einfach zu. Und ich habe mir so große Streifen Backpapier fertig gemacht. Da kommt die jetzt so drauf. Das sieht dann so aus wie hier.
So, also nochmal, den nächsten. Einfach so eine Kugel nehmen, einfach einmal so ein Oval ausrollen, ein bisschen neutrales Speiseöl da drauf. Wieder ein Backpapier nehmen, den einmal kurz hier drauf klappen. Muss man halt so ein bisschen vorsichtig sein, damit man die Form nicht völlig kaputt macht. Und dann kann man den hier schön drauflegen. Töre, sieht richtig gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gedämpft habt. Also Dinsum wird ja auch in diesen Bastkörben gedämpft. Wir haben jetzt hier so drei Teile. Da legt man hier innen drin eigentlich ein Tuch rein. Und dann kommt das so auf einen Topf mit kochendem Wasser. Man hört das hier schon im Hintergrund so ein bisschen laufen. Wir sind dabei. Ich habe da meinen Wok schon stehen. Da ist Wasser drin. Das koche ich jetzt gerade auf. Das ist gleich soweit. Und dann kommen diese zwei Etagen da hinein. Und dann dämpfen wir das da drauf. Mein Wasser ist jetzt hier schon so ein bisschen am Dampfen. Man sieht das ja schon. Ich setze da jetzt erstmal den ersten Einsatz schon mal oben drauf. Und dann tue ich da meinen ersten Bau mal rein. Ich kriege immer pro Etage zwei Stück gemacht. Und dann baue ich jetzt meine zweite Etage hier oben drauf. Ich muss natürlich so ein bisschen voran machen, weil das Ganze natürlich anfängt jetzt auch zu backen da drin. Wir wollen ja auch alles gleich haben. So, und dann kommt da oben der Deckel drauf. Und dann kann diese junge Dame, die in meiner Uhr wohnt, mal Countdown starten von 10 Minuten. Ich bin immer noch geschockt. Da gucke ich auf meine Uhr, da ist tatsächlich mein Armband da kaputt. Ein teures Apple-Armband kaputt, so ein Ärger. Aber egal, weiter hier bei unserem Bau. Jetzt sind so 12 Minuten um. Und wir nehmen hier mal den Deckel ab. Was für Hammerteile sind das denn? Ist das nicht toll? Wahnsinn. Ups, heiß. Wie dumm. Aber egal. Ich würde sagen, die sehen ziemlich fertig aus. Ich gebe denen jetzt trotzdem noch mal eine Minute und dann sind die fertig und dann nehmen wir die mal raus. Einen kleinen Aktion haben wir eben noch gemacht. Wir haben die beiden Stockwerke ausgetauscht, so dass wir die vorher unten waren, halt jetzt eben einen Augenblick nach oben waren und die anderen sind jetzt mal eine Runde noch nach unten gekommen. Aber das macht nichts mehr aus. Also die sind jetzt eine Viertelstunde da drin gewesen. Ich nehme die da jetzt mal raus. Ich habe jetzt meine ersten vier rausgenommen, tue jetzt meine nächsten vier hier hinein. Und während ich das jetzt hier tue, mal eine ganz große Frage. Wer von euch kennt sich denn mit Dampfgarfunktionen in Backöfen aus? Gebt mir doch einfach mal ein paar Tipps, was man beachten muss, wenn man sich so einen Dampfgar-Backofen kaufen will. Und meinetwegen gibt mir auch gerne Tipps, welche ich kaufen soll. Sollte das irgendjemand aber von seiner Firma hören, dürfen die sich natürlich auch gerne bei mir melden. Also ich möchte gerne einen Backofen haben mit Dampfgar-Funktion, wo man halt auch richtig geil drin backen kann. So, damit sind unsere nächsten vier jetzt hier drin. Die bleiben jetzt wieder 10 Minuten, 12 Minuten da drin und dann schauen wir uns die nochmal zusammen an. Jajuk wird uns jetzt mal zeigen, wie mega fluffig die sind. Wahnsinn. Das sieht richtig, richtig geil aus. Freue mich. So, das war die Entstehung unserer Baubands. Im nächsten Video werde ich dafür eine Füllung bauen und dann werden wir die schön füllen. Das wird auch nochmal ein Heidenspaß, da habe ich auch richtig Bock drauf. Geht hier gleich im Anschluss, davon in diesem Video drehe ich das dann gleich. Ich hoffe, ihr habt uns schon abonniert. Wenn nicht, dann würde ich mich extremst freuen, wenn ihr das tun würdet. Gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr irgendwelche Kommentare, irgendwelche Anregungen? Oder könnt ihr irgendwas sagen zu einem Backofen mit Dampffunktion? Ich würde mich sehr freuen. Daumen, Anregungen. Der Timer ist abgelaufen, ich muss jetzt was tun da gleich.
Noch irgendwas, Schatz? Fällt dir noch was ein, was wir sagen müssen unbedingt? Ja, Kommentare, das ist richtig. Kommentare, richtig wichtig, genau, weil das bringt uns auch weiter. Macht auch meinetwegen die Glocke an, damit ihr keins von unseren Videos mehr verpasst. Und dann sagen Tschüss für dieses Mal. Tschüss. Und Frank vom footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.